Hallo und herzlich willkommen bei gutscheinmagazin.de. Anlässlich zum anstehenden Valentinstag wollen wir euch in diesem Video darstellen, wie ihr eine attraktive Gutscheinvorlage zum Thema erstellen könnt. Dazu besucht ihr einfach unsere Homepage www.gutscheinmagazin.de und klickt im Bereich der Menüpunkte auf den Button der Gutscheinvorlagen. Im sich öffnenden Fenster wählt ihr dann nur noch die passende Kategorie aus. Die Kategorien stehen hier auf der rechten Seite, alternativ auch hier oben. Und ihr sucht euch hier einfach den Eintrag Valentinstag. In diesem Fenster findet ihr nun den kostenlosen Gutscheinvorlagen-Editor, mit dem ihr einfach und schnell persönliche und vor allem ansehnliche Gutscheine kreieren könnt. Wir haben hier in dem Bereich zwei Felder und hier könnt ihr individuell eintippen, was auf der Front des Gutscheins stehen soll. Hier kann zum Beispiel stehen für meinen lieben Schatz. Und schon weiß der Beschenkte, für wen der Gutschein gedacht wurde. Natürlich können wir hierfür auch verschiedene Schriftgrößen auswählen, sowie auch Schriftarten. Da stehen einige zur Verfügung, sodass Sie hier individuelle Gestaltungsmöglichkeiten haben. Sehr spannend wird es dann bei den zu wählenden Bildern und Motiven, die auf der Front der Gutscheinvorlage zu sehen sein werden. Hierfür bieten wir Ihnen einige attraktive Grafiken und Bilder kostenfrei an, die Sie natürlich ebenso gratis nutzen und einpflegen können in Ihren Gutschein. Hier tippen Sie einfach drauf und sehen dann auch in Echtzeit dann die Vorlage bzw. das Muster, wie der Gutschein dann aussehen würde. Hier haben wir wirklich zahlreiche verschiedene zur Thematik passende Motive und Bilder parat, die sich wirklich sehen lassen können. Im Bereich der Hintergründe können Sie noch ein Bild für den rechten Bereich nehmen, um dann in diesem Fall einen weiteren schönen Blickfang auf den Gutschein kreieren zu können. Das kann sich auch ebenso wirklich sehen lassen und bietet Ihnen viele gestalterische Möglichkeiten. Ihre Kreativität können Sie natürlich auch im Bereich der eigenen Bilder freien Lauf lassen. Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Reiter und laden Sie hier Ihre eigenen Bilder hoch. Das geht wunderbar und einfach über die entsprechenden Buttons, über die Sie dann hier Ihr Bild hochladen und dieses dann genauso einfach implementieren im Gutschein wie in diesem Fall bei den übrigen Hintergründen. Wenn Sie Ihren Gutschein fertig erstellt haben, dann klicken Sie einfach auf den Button Gutschein kostenlos ausdrucken. Und schon öffnet sich ein weiteres kleines Fenster, auf dem Sie Ihren Gutschein dann in der Printausgabe sehen. Und hier können Sie dann Ihren Gutschein ganz einfach ausdrucken, ausschneiden und letztendlich auch verschenken. Dazu können Sie hier dann einfach die PDF, die sich hierbei öffnet, in Ihrem Download-Ordner speichern. Das geht ganz einfach. Oder auch direkt über die jeweiligen Tastenkombinationen ausdrucken. Wir hoffen somit, dass wir Ihnen optimal zum Valentinstag weiterhelfen konnten, damit Sie eine sehr, sehr ansprechende Geschenkidee selbst bei Ihnen zu Hause an Ihren eigenen Computer erstellen können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg mit Ihrem Präsent.